Mahlzeit. Hier wollte ich euch mal zeigen, was man mit den Blöcken alles anstellen kann. Und wie gesagt, in einem Video von mir habe ich ja gezeigt, wie man auf einem Raspberry Pi 3 I/O Broker installieren kann. Mit einem eigenen Programm von mir, was ich so erstellt habe. Und da in dem Film habe ich auch genau erklärt, wie so Blocks funktionieren. Und zwar hatte ich das hier gezeigt. Das hier gerade nicht. Das ist für Google Home. Da gibt es auch einen Film von, wie man Google Home mit integrieren kann. Aber darum geht es gerade nicht. Und zwar ist es das hier. Das habt ihr in dem anderen Film gesehen, wie das hier ganz genau funktioniert. Das hatte ich mal erklärt. Und hier wollte ich euch mal zeigen, was man praktisch hiermit alles machen kann. Ich mache das mal nur als Beispiel. Nehmen wir mal an, ich habe schon einen Fernseher, habe ich schon installiert, dass ich den Fernseher ein- und ausschalten kann. Jetzt möchte ich aber auch ganz gerne, zum Beispiel, wenn ich sage zu Alexa, sie soll zum Beispiel RTL einschalten oder Sat.1 oder wie auch immer. Da wollte ich euch mal ein Beispiel machen, wie man das lösen kann. Ich mache jetzt erstmal, ich gehe davon aus, dass bei mir zum Beispiel jetzt RTL auf Kanal 1 ist. Das heißt, auf der Fernbedienung muss ich die 1 drücken, damit dann RTL zum Beispiel eingeschaltet werden kann. Also mache ich das so. Ich gehe erstmal in Instanzen rein zu meinem Broadlink. Das natürlich nicht. Bei Objekten gehe ich zu meinem Broadlink hier rein, mache hier alle Ordner auf. Gucke hier bei meinen Enable, wo hier diese 30% steht, 30 Sekunden steht. Gucke auch, ob der Button hier an ist. Wenn hier kein Button sein sollte, sondern hier steht Fails oder so, müsste halt hier auf diesen Bleistift draufdrücken. Dann geht er auf Allgemein einmal anklicken und hier würde dann nichts drin stehen und hier müsste dann Button eintippen, also Button. Dann auf Speichern. Dann ändert sich das hier praktisch um. Dann nehme ich mal eine Fernbedienung und lerne jetzt mal einen I/O Broker an. Das heißt, ich klicke den Button, sehe, dass der I/O Broker leuchtet und dann drücke ich die Fernbedienung die 1. Nachdem ich das gemacht habe, ist hier oben ein Skript, wo drin steht, Learn it, please the script. Das muss ich einmal anklicken. Wie gesagt, in dem anderen Video habe ich das auch schon genau erklärt. Klicke ich auf den Bleistift, auf Raw. Und hier gebe ich dann ein. Hier würdet ihr jetzt denken, in dem Sinne, naja, wenn er jetzt RTL anmachen will, würde er jetzt hier reinschreiben, RTL an. Nein, das mache ich nicht, sondern ich gebe das, also das solltet ihr auch machen. Und zwar, ihr solltet auch die Sachen in dem Sinne so beschreiben, so wie ihr das auch wirklich betätigt, also von der Fernbedienung zum Beispiel her. Deswegen würde ich zum Beispiel hier reinschreiben, erstmal, wo steht das Gerät? Ist im Wohnzimmer. Das ist auch wirklich nur für euch, damit ihr wisst, was ist denn das jetzt für ein Skript, was ich da gerade programmiert habe. Also das hat noch nichts damit zu tun, was hier drin steht für Alexa oder sonst was, weil wie gesagt, man kann hier eigentlich reinschreiben, was man will. Aber ich mache das praktisch wirklich immer so. Ich gebe die Sachen so ein, auch so praktisch, was das für ein Gerät ist und was ich da gerade gedrückt habe und so weiter. Also nehmen wir mal an, das ist ein Fernseher, der steht im Wohnzimmer. Also Wohnzimmer, dann TV und dann habe ich habe in dem Sinne habe ich zwar die 1 gedrückt für RTL, aber trotzdem habe ich ja sozusagen vom Logischen her nicht RTL gedrückt, sondern die Taste 1. Das heißt, dann schreibe ich hier rein, Taste 1. Warum ich das so mache, werdet ihr gleich sehen, sage ich mal. Warum das besser ist, anstatt da reinzuschreiben RTL oder sowas. Das muss man einmal kopieren und dann bei dem Punkt praktisch das so einfügen. Aber wie gesagt, in dem anderen Video wird es genau erklärt. Das lasse ich hier mal ein bisschen weg. So, und dann drückt das Speichern. So, das habe ich praktisch hier das Lernsignal gespeichert, Wohnzimmer TV, Taste 1. So. Für aus in dem Sinne brauche ich ja nichts machen.
weil ich drücke ja nur diese 1-Taste und nicht irgendwie noch andere dazu. Hier bei meine Geräte, hier gebe ich jetzt wirklich ein, was ich da schalte. Also da schalte ich ja jetzt in dem Sinne wirklich im Wohnzimmer. Zimmer, den Fernseher, Mann, den Fernseher und da mache ich dann wirklich RTL. Okay, also da weiß ich, hier wird praktisch reingeschrieben, der Befehl von Alexa, sag ich mal, jawohl, ich habe im Wohnzimmer den Fernseher eingeschaltet mit RTL. Wie gesagt, hier oben steht Unterstrich, nicht vergessen. Immer den Unterstrich hier machen, sonst funktioniert das nicht. Jetzt gehe ich auf Skripte. Erstelle mir hier einen neuen. Und hier gebe ich wieder ein, was das Ganze praktisch hier sein soll. Und wie gesagt, das soll ja auch wieder RTL sein, sage ich mal. Also Wohnzimmer. Heute habe ich es aber. Wohnzimmer, TV, RTL. Speichern. Dann klicke ich das so einmal hin und her. Dann wieder euer Dummy auswählen, überall wo Dummy steht. Wohnzimmer, TV, RTL auswählen. Auch hier. Und dieses Dummy. Jawohl. Dann die Signale. Wohnzimmer TV, das ist Taste 1. Und hier mache ich das auch. Man muss es nicht machen, weil, wie gesagt, das ist ja nur, wenn man sagt aus. Aber halt, weil der Block so aufgebaut ist, mache ich das trotzdem. Also selbst wenn man jetzt sagt, Alexa, mach RTL aus, wird es trotzdem angehen. Aber naja, ist ja egal. Aber ich mache das trotzdem halt immer so. Wie gesagt, man muss es nicht machen. So, dann drückt man auf Speichern, klickt auf Instanzen, dann auf Cloud, dann auf das Pluszeichen, wählt hier unten oben wieder bei meinem Gerät das Wohnzimmer aus und Wohnzimmer TV RTL. Das lasse ich mal weg, weil das mache ich nur so. Mache im Wohnzimmer RTL an. Ne? So. Okay. Jawohl. Das können wir glatt mal ausprobieren. Alexa, suche Geräte. Suche wird gestartet. Dies dauert bis zu 20 Sekunden. Falls du es noch nicht getan hast, aktiviere bitte den Smart Home Skill für dein Smart Gerät in der Alexa App. Jawohl, mache ich. Ich habe ein neues Gerät mit dem Namen Wohnzimmer RTL gefunden. Jawohl, perfekt. Alexa, schalte im Wohnzimmer RTL an. Okay. Perfekt, funktioniert. So, habt ihr praktisch eine Fernbedienung praktisch programmiert. So, jetzt nehmen wir aber mal an, dass RTL jetzt zum Beispiel, also ich bleibe mal bei RTL, nicht auf der 1 ist, sondern ihr habt das jetzt so gespeichert, dass es zum Beispiel auf der 12 ist. Und das heißt, auf der Fernbedienung müsstet ihr ja drücken 1 und die 2. Hm? Das heißt, hier müsste noch eine 2 rein. Also, dann geht ihr wieder auf Objekte, auf das Learn-It-Symbol, Button, einmal die 2 anwählen, Learn-It-Signal Descript. Hier gebe ich dann wieder das lange ein, im Wohnzimmer. Mann! Also Wohnzimmer. Dort habe ich beim TV die Taste 2 gedrückt. Schon nochmal richtig hin.
Taste 2. Einmal kopieren und einfügen. So, jetzt haben wir praktisch programmiert Taste 1 und Taste 2 für 12. Dann gehen wir wieder auf Skripte. In dem Fall brauche ich jetzt hier RTL nicht nochmal neu anlegen. Ne? Also wenn jetzt RTL auf 12 wäre, weil das habe ich ja schon gemacht. Also obwohl ja erstmal sozusagen die Taste 1 funktionieren würde, egal was man hier ändert in dem Block drin, wird das trotzdem automatisch auch von Alexa praktisch übernommen. Also man muss nicht irgendwie in die Cloud in dem Sinne reingehen. Das weiß ich leider nicht. Ja, du weißt das nicht, aber ich weiß das. Man muss nicht in die Cloud gehen, das irgendwie aktualisieren oder sonst was. Außer es ändert sich der Befehl irgendwie, ne? Dann müsst ihr halt auf die Cloud drücken. Also wenn ihr jetzt den Namen zum Beispiel ändern wollt, und dann klickt ihr hier auf diesen Bleistift und dann könnt ihr hier praktisch den Befehl zu Alexa, den könnt ihr irgendwie ändern. Aber das braucht ihr halt nicht machen, wenn ihr hier irgendwie in den Skripten was ändert. So, und jetzt müssen wir ja hier irgendwie die 2 reinbringen, wenn RTL jetzt auf der 12 zum Beispiel sein sollte. Das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr einfach das hier einmal kopiert. Das heißt einfach nur rechten Mausklick machen und einmal kopieren. So, dann dadurch entsteht hier so ein kopierter Block sozusagen. Den führt ihr, den haut ihr einfach hier praktisch mit rein. Das sieht man ja so, wo das so gelb markiert ist mit dem Pfeil, dass man so ranhängen kann. Also ihr könnt den hier meinetwegen jetzt hier unten reinsetzen oder halt auch hier oben, spielt keine Rolle. Jetzt müsst ihr nur halt die Reihenfolge beachten, weil er fängt praktisch hier oben an und geht dann so runter bis hierhin. Er geht ja nicht komplett durch, weil das ist ja wieder ein neuer Befehl, aber wie gesagt, vom anderen Video her, wenn ihr nicht wisst, was ich damit meine, guckt das andere Video erst an. So, das heißt jetzt, wenn ich jetzt Speichern drücken würde, oder habe ich auch gedrückt, kann man ruhig machen, wenn man jetzt den Befehl ausgibt, dann würde Alexa praktisch erst die 1 drücken und dann nochmal die 1. Sie soll aber die 12 sagen, also drücken wir hier einmal drauf und dann sagen wir halt, sie soll die 2 senden. Macht man hier so auf der 2 einen Doppelklick. So, drückt man jetzt auf Speichern und wenn man jetzt sagt, Alexa, schalt im Wohnzimmer RTL an, dann würde sie halt erst die 1 drücken auf der Taste, also die simulierte 1-Taste und danach die simulierte 2-Taste. Und so würde praktisch auch RTL dann angehen. Was gibt's noch? Ja, jetzt können wir praktisch mal, zeige ich euch mal was anderes, sondern so eine Art, ja, eine Zeitsteuerung, sage ich mal. Achso, wenn ihr was löschen wollt, einfach rausziehen, rechter Mausklick und dann sagen, Bausteine löschen. Also immer das, was ihr gerade anklickt und das, was gelb leuchtet, das wird dann gelöscht. Oder wenn ich halt nur das Kleine nehme, kann man auch so rausziehen, reinmachen. Aber das will ich jetzt mal komplett löschen. So, und jetzt nehmen wir zum Beispiel mal an, dass hier ist eine Lampe. Das heißt, ich habe schon alles vorinstalliert für Lampe an und Lampe aus. Und was man jetzt zum Beispiel auch noch alles machen kann oder was das so für Funktionen sind, hier hinten steht Verzögerung. Diese Verzögerung, die bedeutet immer, da wo die Verzögerung steht, in diesem Block drin, also ich nenne das mal Block hier, diese Reihe, das wird erst dann passieren, wenn die Zeit abgelaufen ist. Was heißt Zeit? Einmal hier draufklicken und dann wird hier angezeigt, das ist eine Grundeinstellung von 1000 Millisekunden. 1000 Millisekunden ist eine Sekunde. Und dann möchte ich aber zum Beispiel, dass die Lampe, wenn ich den Befehl ausgebe, schalte die Lampe ein, dann soll Alexa aber meinetwegen erst nach 2 Minuten die Lampe anmachen. Das heißt, klicke ich ja drauf, kann man sich noch aussuchen, Sekunden und Minuten und gebe hier einfach 2 ein. So, das würde jetzt bedeuten, wenn ich jetzt zu Alexa sage, sie soll die Lampe anmachen. Lampe ist ja wahr, weil das dann hier so drin steht. Dann macht sie diesen Block hier und fängt praktisch hinten an. Also praktisch schalte, also der Beortungssignal soll in 2 Minuten losgehen, also abgeschickt werden.
Jetzt habt ihr praktisch eine Lampe erstellt, die zeitverzögert angeht. Das wäre so, wenn man dieses Verzögern anklickt. Das gleiche kann man natürlich auch machen mit Ausmachen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das hier nicht möchte, klicke ich das einfach weg, dann ist das wieder gelöscht. Wenn man hier wieder draufklickt, wird das praktisch wieder alles überspielt. Also dann fängt das wieder von vorne an. Aber nehmen wir mal an, ich möchte das umgekehrt haben, sondern wenn ich jetzt zu Alexa sage, Alexa, schalte die Lampe aus und die soll das nicht sofort machen, weil das ist ja das Signal für Ausschalten, klickt man hier auf Verzögerung und klickt dann hier 2 Minuten ein, zum Beispiel. So würde praktisch die Lampe erst nach 2 Minuten ausgehen. Also ich sage, Alexa, schalte die Lampe aus, dann sagt sie okay. Und nach 2 Minuten geht sie dann aus. Da würde ich natürlich den Befehl jetzt zum Beispiel auch umändern. Nicht Lampe an oder so, sondern entweder ein neues Objekt erstellen, wo ich das dann nennen würde, zum Beispiel, wie will ich es nennen? Lampe 2 Minuten. Also da müsste man sagen, Alexa, schalte die Lampe in 2 Minuten aus. Ne? Weil die beiden Befehle würden reichen. Einmal Lampe und einmal 2 Minuten. Wir können das mal ausprobieren, ob das überhaupt so stimmt. Weil ehrlich gesagt habe ich das so noch nie probiert. Also hier gehen wir an. Lampe 2 Minuten. Heute habe ich es echt mit. Das kommt noch von Silvester. Lampe 2 Minuten. So. Jawollo. Nicht vergessen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Der Unterstrich. Sonst, wie gesagt, könnt ihr das in die Cloud nicht einfügen. So, meine Geräte mal ruckzuck auswählen. Lampe 2 Minuten. Gerät. 2 Minuten. Gerät. Lampe 2 Minuten. Mache ich jetzt einfach mal so. Das lasse ich jetzt so. Speichern. Instanzen. Cloud. Dazu fügen. Meine Geräte, Lampe 2 Minuten. Lampe 2 Minuten lasse ich so. Alexa? Alexa? Suche Geräte. Suche wird gestartet. Dies dauert bis zu 20 Sekunden. Falls du es noch nicht getan hast, aktiviere bitte den Smart Home Skill für dein Smart Gerät in der Alexa-App. Jawollo, mache ich. Gut, dass du mich erinnerst. Jedes Mal. Ich würde das echt vergessen. Dass sie das nicht rausnehmen. Ich habe ein neues Gerät mit dem Namen Lampe 2 Minuten gefunden. Perfekt. Alexa, schaltet die Lampe in 2 Minuten aus. Okay. Funktioniert, macht sie auch. So, jetzt haben wir praktisch sowas installiert, mit das nach 2 Minuten ausgehen soll. Jetzt möchte ich aber haben, wirklich so eine richtige schöne Schaltung. Zum Beispiel, wenn ich sage, Alexa, schalte die Lampe ein und die Lampe soll dann aber automatisch zum Beispiel noch 5 Minuten ausgehen. So, wie machen wir das? Wie gesagt, ihr müsst hier wirklich richtig logisch denken. Also wie gesagt, wenn ihr genau wisst, wie diese Blocks hier funktionieren, dann ist das gar kein Problem. Aber wie gesagt, im anderen, guckt euch, wie gesagt, wenn ihr hier nicht klarkommt, guckt euch wirklich unbedingt das andere Video an. Da wird wirklich richtig gut erklärt, also finde ich in dem Sinne, wie diese Blöcke funktionieren. Also wie gesagt, von der Logik her. Wenn ich sage, ich soll etwas einschalten, oder ja, Alexa soll etwas anschalten und soll dann aber nach 5 Minuten etwas ausschalten. Ausschalten ist ja hier unten. So, wann schaltet dieses Ding hier aus? Ne? Das schaltet aus, wenn Unwahr drin steht. Erst dann. Ne? Wenn dieses Skript praktisch aktualisiert wird, also wenn da irgendwas Neues reingeschrieben wird, das muss noch nicht mal von Alexa kommen, sondern Hauptsache, es wird irgendwie was gemacht da drin. Und wenn dann da Unwahr drin steht, was neu eingegeben wird, dann wird immer das hier automatisch ausgeführt, weil hier Unwahr steht. Also, Klick mal auf Systeme, vielleicht finden wir irgendwas mit Aktualisieren. Jo, da ist was mit Aktualisieren. Das ist doch genau das, was wir brauchen. Das nehmen wir raus, einfach rausziehen. Also linke Maustaste draufdrücken und rausziehen. Und das, wo könnte man das jetzt hinhauen? Jetzt könnte man denken, naja, soll ja ausschalten, also hau ich es hier mit rein. Hätte aber keinen Sinn, weil hier ja schon das Ausschalten praktisch mit drin ist. Also, das kommt mit rein, da wo man es mit einschaltet. Warum soll das da mit reinkommen?
Und zwar wegen der Verzögerung. Hier klicke ich mal Verzögerung an und gebe mal 5 Minuten ein. So. Das heißt, dieser Befehl, der würde nach 5 Minuten ausgeführt werden. Was hatte ich gesagt? Er soll ja das hier aktualisieren. Mit unwahr. Mit unwahr. Ach, hier steht auch noch unwahr. Dann nehmen wir den doch mal. Einmal kopieren. Ne? Weil, wie gesagt, wenn hier drin unwahr stehen sollte, wenn das irgendwie aktualisiert wird, dann wird ja das hier angesprochen. Ne? Weil bei unwahr soll das hier ausgeführt werden. So, aktualisiere ein Skript mit unwahr. Welches Skript? Wo soll denn unwahr reingeschrieben werden? Hier rein. Okay, Objekte. Lampe 2 Minuten. Also quasi überall, wo Dummy vorher drin stand. Da stand ja Dummy drin, Dummy drin. Das sind diese Dummies, heißt ja in dem Sinne, ne? So, ich zeige das hier nochmal, ich speichere das mal kurz. Bei Dummy. Bei Dummy ist ja so, da soll ja immer, da steht ja immer wahr oder unwahr drin. Ne? Dummy, Dummy, Dummy. Ja, speichern. So, ein bisschen runterziehen. So, das heißt also, nach 5 Minuten wird aktualisiert das Skript, wo, wenn ich ja sage, also wenn ich jetzt Alexa sage, schalte die Lampe ein, dann wird Alexa sagen, jawohl, ich habe die Lampe eingeschaltet. Also sie sagt dann ja, okay, und schreibt ja hier rein wahr. Ne? In dem Moment, wo sie hier wahr reinschreibt, wurde das aktualisiert und sie steuert das hier als Signal an, dass die Lampe angeht. Springt zu dem nächsten hin und sieht, oh, hier ist eine Verzögerung drin von 5 Minuten, also warte ich erstmal 5 Minuten und danach aktualisiere ich den Wert, der hier drin ist, mit unwahr. Aktualisieren heißt ja, oh, das Rote springt an, wurde aktualisiert, hier steht jetzt unwahr drin. Nein, hier steht wahr. Ah, hier steht unwahr drin. Und ah, alles klar, ich schicke jetzt den Befehl an Broadlink, sie soll die Taste ausschalten. Also habt ihr jetzt praktisch einen Block entwickelt, wo ihr, wenn ihr sagt, Alexa, schalte die Lampe ein, nach 5 Minuten umgewandelt wird in unwahr und die Lampe wird nach 5 Minuten ausgeschaltet. Also wirklich, das ist richtig. Eigentlich ist es einfach, wenn man es versteht, wenn man die Blöcke versteht. So, speichern klicken. Und das war's schon. Jetzt habt ihr praktisch so einen Zeitschalter in dem Sinne entwickelt. Und wie gesagt, das ist hier oben bei Systeme drin. Wenn ihr auf Systeme klickt, hier sind so ein paar andere Sachen drin. Ich kann da wirklich nur raten, macht von mir aus eine Kopie von den Dummy. Ja, speichern. Und probiert einfach Sachen aus. Einfach so gucken, so alles so, was so drin ist. Also man kann zum Beispiel auch machen, wenn man hier so reinguckt, so was ist hier, Timeout, Trigger, Schleifen, Schleifen, ganz interessant, wiederhole. Okay, wiederhole. Und jetzt kann man sich irgendwie was ausdenken, sag ich mal, mit, ja, was weiß ich. Das ist ja eine Ansteuerung, haue ich mal hier mit rein. So. Also hier würde ja praktisch, oder ich mache es hier gerade nicht hier drin, sondern hier drin. Nein, nicht speichern. Ich mache das hier mit mal, weil das ist ja eine Lampe an, Lampe aus. 2 Baustellen löschen. Schleifen. Hau ich mal so rein. So. Also so würde praktisch passieren, wenn ich jetzt sage, hier Alexa, schalte die Lampe ein, dass dann. Das ist auch blöd. Das ist so ein kleiner Fehler, dass das immer so angezeigt wird. Naja. Mann, das ist echt ätzend. Aber egal. Ne, also praktisch, wenn ich sage, schalte die Lampe ein, wenn das jetzt eine Lampe wäre, dann würde jetzt 10-mal wiederholt werden, würde sie 10-mal praktisch andauernd die Lampe einschalten, 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 was natürlich Quatsch ist. Also könnte ich jetzt zum Beispiel auch den hier reinhauen. Hau vielleicht noch eine kleine Verzögerung rein. Mit, was weiß ich, eine Sekunde. Ne? Also so wird es praktisch sagen, wenn ich sage, Alexa, schalt die Lampe ein.
Dann schaltete sie die Lampe ein und nach einer Sekunde wieder aus, dann wieder eine Sekunde ein, nach einer Sekunde aus, nach einer Sekunde wieder ein, dann wieder aus und so weiter. Also hier könnt ihr von. Ach so, mit den Verzögerungen. Vielleicht sollte ich das auch noch erwähnen. Und zwar, wenn man das jetzt so macht, könnte man denken, in Anführungszeichen, also ich gebe jetzt hier mal zum Beispiel 2 Minuten ein. Das ist vielleicht noch ganz wichtig. Und hier gebe ich auch 2 Minuten ein. Jetzt könnte man ja denken, dass sie jetzt 10-mal es so macht. 10-mal schaltet sie nach 2 Minuten ein und dann wieder nach 2 Minuten aus. Nein, das geht nicht, weil beide werden immer gleichzeitig ausgeführt. Also das bedeutet, beide tickern gleichzeitig. Das heißt, nach 2 Minuten würde gleichzeitig, also fast gleichzeitig, es wird immer der erste ausgeführt und der andere, wird das ausgeführt. Das heißt, beim ersten Mal wird das so sein, Alexa schaltet die Lampe ein, dann würde er eingeschaltet werden, nach 2 Minuten angeschaltet und sofort aus. Ne? An und sofort aus. Deswegen, wenn ihr das machen wollt, meinetwegen nach 2 Minuten soll eingeschaltet werden und danach nach 2 Minuten aus, müsst ihr das verdoppeln. Also 4. Weil so heißt das wirklich, nach 2 Minuten wird eingeschaltet und dann nochmal 2 Minuten später wird ausgeschaltet. Ne? Weil beide Ticker gehen gleichzeitig los. Also eine Sekunde, 2 Sekunden, 2, 3, 3, 3 und so weiter. Das heißt, nach 120 Sekunden geht der an und der halt nach 240 Sekunden. Wisst ihr, wie ich das meine? Ne? Wie gesagt, das ist wirklich, man muss logisch denken sozusagen. Weil, wie gesagt, pro Mache wird immer alles gleichzeitig ausgeführt. In Anführungszeichen gleichzeitig. Weil der Broadlink kann ja nicht 2 Signale gleichzeitig senden. Deswegen wird praktisch erst immer das obere als erstes gesendet und dann aber sofort das nächste. Und dann halt, wenn da eine Verzögerung drin steht, macht das trotzdem so. Er macht sofort das hier und dann sofort das. Aber halt erst in dem Moment hier nach 4 Minuten. Ne? Wenn da 2 steht, heißt das nicht. In 2 Minuten macht er das und dann nochmal in 2 Minuten das, sondern wirklich beides wieder gleichzeitig. Ja, ist ein bisschen kompliziert, aber doch logisch irgendwie. Ja, und wie gesagt, probiert aus. Testet, was das Zeug hält. Hier gibt es noch ganz viele andere Sachen, so die man machen kann. Auch mit Variablen und so weiter. Obwohl hier komischerweise nichts angezeigt wird, muss ich auch mal gucken, was das ist. Achso, ja, Variablen, ja, egal. Aber Funktionen gibt es auch so, falls irgendwie was eingeschaltet ist, dann gibt irgendwie was zurück oder so. Und so weiter. Ja, das erstmal dazu. Vielleicht hat ja jemand irgendwie was Besonderes, der irgendwie etwas ganz Besonderes machen möchte, schalten möchte oder irgendwie sowas. Das kann er ja gerne in die Kommentare schreiben. Wenn mir das gefallen sollte, sage ich mal, kann ich ja mal ja, versuchen, sowas zu erstellen. Also wenn das zum Beispiel nicht hinbekommt, wenn das wirklich sehr kompliziert sein sollte irgendwie, oder wo er denkt, oh, da komme ich gar nicht überhaupt nicht mit klar. Ja, das war's. Dann viel Spaß bei Blöcke ausprobieren. Dann bis zum nächsten Mal.